So, wir sind wieder da. Ja, disconnected und jetzt bin ich wieder da. Aber ganz woanders. Standard. das ist never. Ich gehe zu Riverside, okay? Das, aber ich habe ein bisschen Schiss, jetzt hier wegzugehen, weil. Willst du am Strand lang laufen? Geh, Nee, ich gehe unten lang. unten lang? Bei Escort drüber. Escort, warte mal, ich guck mal auf die Karte. Ich muss hier mal aufpassen. Muss auch gleich mal annehmen. Hast du Escort. schon. Habe ich schon, habe ich schon. Da gehe ich drüber. Okay. Dann straight rüber. Kannst du mir Muni für die Pistole mit... Ah ne, warte mal, ich komme ja dann an. Boah, weißt du, wenn man so Delivery Mission macht, weißt du, das ist jetzt eigentlich das, was Geld bringt. Dann merkt man, dass die Muni voll teuer ist. Also 8 Schuss hast du halt wirklich innerhalb von ein paar Sekunden weg. Und dann ist es halt wirklich die Zeit, die du brauchst, um die zusammenzufarmen. Gut, es ist ja auch ein Survival-Spiel und kein Kein Shooter. Ja, Battlefield. stimmt eigentlich. Ist ein Survival-Spiel. Da musst du ja sparsam sein. Richtig. Full Metal Pipe brauche ich Da nicht. musst du theoretisch eigentlich Headshots machen. Da musst du halt taktisch spielen. Boah, ich habe keinen Bock zum Riverside Outpost zu laufen. Ich habe Schiss, dass da jemand kommt. Hier Wir immer haben noch. uns halt jetzt dieses Rushen und alles Abballen angewöhnt, genau wie wir es gesagt haben, wegen diesem Hacker, weil wir einfach zu viel Geld hatten. Ja, wir hatten echt zu viel Geld. Wir müssen jetzt echt wieder ins Normale reinkommen. Genau. Da hattest du echt recht. Recht. Nicht recht. Da Recht. hattest du recht. Hatte ich Oh, recht. Alter. Ich habe immer noch Adrenalinschub in meinen Armen. Es geht langsam weg, aber weißt du, sowas bleibt halt erstmal kurz. Ein paar Minuten noch. Weiß ich, mich nimmt sowas immer megamäßig mit. Reaper Survive. Wir könnten auch einen Reaper machen eigentlich. Obwohl, nee. Geht's wieder Muni drauf, Ich habe ne? keine Muni. Ich habe Ja. kein Geld für Muni. Ah. Ich weiß gar nicht, wie viel das bringt, wenn du Waffen verkaufst. Oder, Nicht viel. ja, also eigentlich, weißt du, wenn ich einen guten Farmtag habe, dann kriege ich 1000 höchstens. 1000 bis 1500 und dann sterbe ich mindestens einmal wieder irgendwann. Ich loot unterwegs noch ein bisschen. Ein Ah ja, mach das. bisschen Gönn dir. Fressen zusammen looten. Oh. Ich darf was nicht vergessen. Alter, ich hatte zum Glück, hatte ich noch mein Essen genommen, ne? Ich hatte ja... Verdammt, wie heißt das? So ein Doctor's Bag dabei, ne? Den habe ich noch schnell genommen. Er hat mich von 600 dann, 600 Life dann wieder auf 1200 hochgezogen. Das war echt auch, das wäre echt, das wär ein Grund gewesen, wieso ich dann nicht gestorben wäre gegen den letzten. Aber jetzt sind die mir egal. Aber weißt du, guck, dass du so ganz, so eine Zielrichtung in die Safe Zone hast, weil du kannst da einfach reinballern. Falls du irgendeinen wegschießen willst. Es ist ja für uns, sagen wir mal, für uns jetzt, ist es eigentlich nur noch ein PvP-Spiel. Also jetzt gerade im Moment ja, weil auf mich wurde auch geschossen, also schieße ich auch zurück. Ja. Ist ja eigentlich klar. Auf mich wird geschossen, also frage ich, ob er friendly ist. So geht das, Naja, so so geht das. random baller ich ja keinen, ob's weißt du ja eigentlich. Ja? Okay, ich schon. Ich vertraue keinem. Ich wurde schon so oft getötet, random, einfach so. Es sei denn, er ist total gut equipped und ich sehe wirklich, dass er, ich sag mal, mir was tun Ich will. rotz alle immer weg, die einen roten Rucksack haben. Immer. Also das ist sowieso dann instant. Wenn er einen roten Rucksack hat, dann ist er für mich Kill on Sight. Okay. Außer ich kenne den natürlich, ne? Ah, ich habe gerade einen gesehen, der runtergesprungen ist. Nee, jemand mit einem grünen Rucksack und Messer naht sich natürlich nicht weg, es sei denn, er schlägt mich so wie vorhin, Alter. Da Das ist ja was auch einen richtig halben Dummes. Ausraster gekriegt, ne? Na klar, den hab ich einfach mega voll im Bauch geschossen, Alter. Ah, bam! Den hab ich Hier! wegrasiert. Verblute! Den hab ich im Bauchnabel sauber gemacht. Hört sich lecker an. Ist auch. So, ich hole mir jetzt noch Painpills. Neverskin ist voll wichtig, ne? Behalte Neverskin immer so viele wie es geht. Kannst du im Order eintauschen. Ich habe in der Safe Zone gerade eben mal durchgeguckt, was man da eigentlich alles so braucht. Und Lol. eigentlich brauchst du nur Nether Skin, Golem Skull und Nether Blut. Ach, Wegen Munition und fünf Painpills. Skins sind es. Boah, ich habe vier. Ich weiß doch, diese fix
Safe Zone, diese Fick Riverside Safe Zone. Ich hab einen Sniper, steh am Händler, tausch so ganz chillig so alles hin und her. Safe Zone is under attack. Geil. Das ist jetzt nicht gut. Hast du meinen Rucksack eigentlich aufgehoben? Oder habe ich den da wieder aufgehoben? Hä? Ja, ich habe ihn wieder aufgehoben. Tipp, be careful. Ja. Nee. Hab ich keinen Bock drauf. Nee, echt mal. Ja, kannst du dich gleich verpissen. So. Okay, ich habe jetzt 45 Sniper-Muni wieder und 270 Pistolen. Ich dachte, Rucksäcke ziehen keinen Platz im Global Inventory. Doch irgendwie schon, aber haben sie nicht? Du musst genug Platz haben und danach kannst du sie einfach reinkleben. Achso, dann zählen sie aber keinen Platz. Die ziehen danach keinen Platz mehr. Ach so, okay. Boah, ich habe so viele Waffen. Ich habe 10 Waffen in meinem Ding plus noch 3 Reaper Clown. Ja, Mann, ich verkaufe meine Kippen. Kriegst übrigens XP für jeden Scheiß, den du verkaufst, ne? Mhm. Habe ich dir aber, glaube ich, schon mal gesagt. Katana verkaufen wir. Boah, Alter, erschreckt mich, du scheiß Quarter, ey. Ich will meine Muni reinkloppen. Drop. Muni mache ich jetzt auch immer, die nehme ich jetzt immer mit. Boah, ich werfe mein ganzes Waffenzeug da weg, das ich nicht brauche. Ist denn das? Ich habe keine Ahnung, für was ich den 7, irgendwas Barrel brauche. Wenn nicht, farm ich mir den nochmal nach. Du brauchst auch diesen ganzen Scope-Quatsch und so nicht. Doch, wenn du dir spezielle Waffe machen willst, dann klar, natürlich schon, aber sonst... Alter, ich krieg grad so mega Stress schon wieder mit Viechern. Schießt du mit dem Sniper wieder die Viecher ab? Nee, ich hab einen Crawler abgeschossen, weil der auf den Zug kam. Na, Crawler ist halt so, die schreien halt und dann hören die anderen, das ist irgendwie in der Umgebung und dann kommen die an. Ja, und dann war hier Party halt. Ja, dann ist dicke Party bei dir. Golem, Shrieker, alles dabei. Ich mach das jetzt echt so, ich mach hier so jetzt Vorsorge, dass ich hier... Boah, Alter, ich hab so viele Schlüssel. Ich pack nochmal 7 Schlüssel in mein normales Inventory. Ich hab ja immer... Vielleicht der Schlüssel mit, ja. Ja, ich nehme jetzt auch 35 Schlüssel mit, weil die füllen halt bei mir wirklich den Global Inventory. The fuck? Ja, es ist halt echt so. Und dann putte ich jetzt auch mal die Muni, hau ich jetzt auch mal rein und kaufe mir gerade nochmal Sniper-Muni neu. Für mein restliches Geld. Warte, ich kaufe mir einen Doktor-Spec da. Pro Chance. Und Sniper-Muni, weil ich momentan am meisten mit Sniper rumhantiere. Also auf der Straße kommt man echt ganz gut voran. So. Hier ist halt megamäßig offen. Rechts sind alles Häuser, Alter. Ich hab so eine Angst eigentlich. Wir müssen es halt jetzt echt machen, dass wir halt einfach, sagen wir mal, sparsam umgehen mit dem ganzen Scheiß, den wir haben. Mhm. Aber jetzt habe ich hier... Ach komm, dann schmeißen wir die Wasserflaschen auch noch rein. Was halt geil ist, ich habe halt wirklich echt viele Schlüssel gekauft. Ja. Ich habe halt echt 50 Schlüssel geholt. Das war auch eigentlich eine echt gute Investition. Das reicht halt echt noch. Und wenn ich Geld brauche, dann frage ich einen Kumpel aus dem Clan, in dem ich dann direkt next reinkomme, ob der mir halt wenig Geld pumpen kann. Pumpen hört sich voll scheiße an. Ja, ne. Muss ich halt ehrlich mal sagen, ne? Ey, pumpst du mir Geld, Junge? Handgranaten habe ich dabei. Warum habe ich Handgranaten dabei? Aber habe ich auch dabei. Die können im PvP, glaube ich, ganz geil sein. Können, aber sind sie halt nicht. Wenn sich jemand im Haus versteckt, du ballerst eine Handgranate rein und snackst den voll weg, Alter. Ich merke mal wieder, dass ich zu viel Shit in meinem Inventory habe. Ich habe 2 Crews, 3 Pipe-Sniper, 2 Lopes, eine... Also ich habe jetzt gerade insgesamt 2 Shotguns, die eine normal, die andere die Hardburner, ein Katana und eine Uzi. Alter, als ob nicht eine Waffe von jeder Art reichen würde. Nee, er hat sie alle. Nee, ich habe letztens erst 2 Pipe-Sniper gefunden. Und ich sag, natürlich habe ich... Ja, das sieht so krass, wie viel Scheiße da ist. Komm, ich nehme mal alles auf. Dann gucke ich mal, ob man irgendwas damit zusammenkleben kann. Bestimmt nicht, aber Hoffnung stirbt natürlich immer zuerst. Ja, ich habe ernsthaft gesagt zuerst. Mantis, Alter, der kann sich mal am Schwanz lecken. Ja, okay. Ich habe am Anfang gedacht, dass man Schaden kriegt in der Safe Zone, ne? Ja. Und habe immer aufgepasst, dass ich nicht von zu weit oben runterspringe.
Ach so, ja doch, das hab ich aber auch. Ja, jetzt halt, habe ich gelernt, safe zone kannst du machen, was du willst. Nur wenn sie dann in dem Moment halt umschlägt, ja, bist du gefickt. Springst du von einem mega Riesenhaus in die Safe Zone, die schlägt um, ist einfach. Und die schlägt um und dann in dem Moment so. Seriously. It escalated quick. Nice, ich habe eine Mache 9 machen können. Ich hasse die, ey. Ich finde die nicht schlecht, aber ich habe damit schon Player getötet. Aber ich muss sagen, ich mit dem Sniper habe ich bis jetzt die meisten Erfolge gehabt, was das PvP angeht. Hm? Wo bist du? Achso, ich kann ja gucken auf der Map. Ja, ich bin auch zu faul, das zu machen. Ich bin sag gut an. Unterwegs. Where are you? Auf hier. Gut Deutsch. Where are you? You schreibt man übrigens mit JU. Mhm. Ja. Okay, hör mal auf. Lol, hier hängt ein Skelett an der Ampel. Ja, ist ästhetisch. Geil. Ich glaube, ich habe seinen Schwanz gesehen. Hallo Leute. Alle, hier liegen überall Skelette. Also Leute, herzlich willkommen in CubeSides Welt. Ah, ich habe seinen Schwanz gesehen. Ich habe einiges an Bromax dabei. Aber ja, ich habe 2 Stück gekriegt von dem. Ich habe 45 Bromax dabei. Von dem einen, der sich dummerweise von einem Golem hat killen lassen. Dumm gelaufen da. Ja, dumm kann gelaufen. Man aber nichts machen. Also ich rotz den, der gleich hier in die Safe Zone reinkommt, weg, okay? Leute, mein Spiel hängt ja, wieder. Ja, Alter. Hau mich weg. Okay, es hängt doch nicht mehr. Los, rotz mich weg! Tu es! Mein Spiel leckt. Los! Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich bin gerade Leggy Nico. Alter, was habe ich für Frame Drops? Es geht denn ja ab. Spiel, höre auf zu hängen. Ne, ich sag nicht bitte, weil ich sag, du sollst einfach aufhören zu hängen. Oh, Golem, Safe Zone, bitte, los. Wo ist die? Was? Ach, hier drüben. Oh fuck. Ich sehe dich. Läufst du dein Ding hervor? Hinter dem Ding lang. Ich bin hier oben und guck dir zu. Sieht lustig aus. Bald, da ist ein Spieler, da hinten ist ein Spieler. Lauf, renn! Eh nicht. Ja, okay, ist doch kein Spieler. Da war aber auch keiner. Ich mach grad einen Moonwalk in die Safe Zone, Alter. Ja? Geil. Zurückwärts. Ja, boah, ich bin auch so ein Genius, ne? Ich mache einen Moonwalk in die Safe Zone. Ja, rückwärts, ne? Hast du nicht gelernt? So, ist hier Global Inventory oder was? Ja, gib dir mal die Waffe, wie sie aussieht. Alter. Bam! Ich One-Hit-Kill damit sogar jeden. Ne? Ja, ja, aber wenn ich damit einen sehen würde, ich würde sofort wegstacken. Zum Testen auch, ne? Grüner Rucksack, ja, kann das killen. Aber ich habe halt jetzt keinen Sniper mehr. Egal. Dann nimm du den Sniper, dann renne ich mal wieder wie immer vor. Es hat bis jetzt immer geklappt. Ich bin verreckt und du hast überlebt. Weißt, wo ist denn das Global Inventory, Mann? Das ist da oben, weißt du hier noch nicht? Ach, du hast nicht so lange gezockt wie ich. Ja, du musst da über dem grünen Outpost, ja, über dem grünen Ding hinlaufen. Nee, hier war ich noch nicht irgendwie. Natürlich warst du hier schon mal. Wir wurden hier beide zerfickt. Da unten ist ein Spieler. Lass töten. Ach ja, doch, hier war ich schon mal. Du, geh weg! Lass dich nicht durch. Den würde ich irgendwie gern abknallen, ne? Das ist eine Frau. Hat sich vergewaltigt. Ich töte die. Was? Frauen? Sowas gibt's hier nicht. Alter, yo. Hast du hier oben dein Zeug ausgeleert? Wenn ich jetzt ja sage, was sagst du dann? Guck in meinen Lauf. Massig rum, Alter. Guck in den Lauf der Waffe und antworte mir. Boah, die ist so blöd, weiß. Ah, okay, nee, sie ist doch nicht so blöd. Sie gibt ein Päckchen ab. Aber Blue Trader ist, glaube ich, das billigste, was geht, ne? Die härtesten Sachen sind ja High-Rise. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gibt High-Rise bis Museum, aber ich glaube High-Rise bis Lakeside gibt. Und sowas ist mega schwer. Du kriegst für ich weiß nicht, ob du für High-Rise Lakeside oder Lakeside High-Rise mehr Geld kriegst. Aber ich glaube, ich muss demnächst echt mal wieder hier Delivery Mission machen. Und währenddessen. Wo wollen wir hin? Ich würde ja Richtung Trainyard gehen, weil Trainyard einfach cool ist.
Okay. Ja. Na dann. Das wäre Da gibt's mein halt auch Plan. gut Loot immer. Oh, warte mal kurz, da steht was Geiles. Be careful, you lose your gear and levels if you die. Pay attention to the different types of Never and their abilities. Crouch or crawl to help avoid detection by Never. You can navigate using the compass on your HUD, heads-up display, and place waypoints by right-clicking on the map. Okay, wir wollen hier hin. Boah, ich bin so gut, ey. Hast du gesehen, wie gut ich gelesen habe? Und tschüss. Oh, ich bin so dumm. Weißt du, ich drehe mich gerade noch so um, sie deinen Namen so runterflutschen. Alter, hast du einen Sniper dabei? Ja. Gut. Hast du Muni dabei? Oh, ich bin so dumm. Ja. Jetzt komm, sagst du. Hast du einen Sniper dabei? Ja. Hast du Muni dabei? Nein. Ja, oder Kubi, wenn du willst. Ich weiß, kann ich besser mit Sniper umgehen oder du? Weiß nicht, aber willst du mir echt deinen Hardburner anvertrauen? Ja, will ich. Dann müsst du nochmal zurück, weil ich habe noch Shotgun-Munition. Brauchst du nicht, du brauchst die Bone Slugs. Ach ja, stimmt, die habe ich auch. Ja, ich habe auch 120 von denen, das reicht auf jeden Fall. Komm mal, nee, da. Behalt du. Was? Behalt du die Schrotze und ich übe ein bisschen mit der Sniper. Ja, gut, okay, ja. Ist ja jeder Schwuchtel muss klein anfangen. Ja. Also ich halte noch Ausschau. Aber ich sehe hier keinen. Das Lustige ist ja, dass du einen Sniper hast und ich Ausschau halte. Du kannst runterkommen. Es ist sowas, nenne ich Teamplay. Renn! 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 Aber wir looten unterwegs, ne? Okay. Ja, ich habe mich auch leer gemacht, dass ich looten kann. Aber wir killen uns nicht ab, okay? Wir killen uns nicht gegenseitig. Warte mal kurz. Ich muss mich hier mal kurz an die Seite legen. Alter, wie man dich nicht sieht. Wie man dich kein Stück sieht. Kubi. Alter, man ist ja mega versteckt. Das wusste ich gar nicht, dass das so krass ist. Ach ja. Klein Kubilein, ich könnte jetzt einen Headshot geben. Das reimt sich nicht. Schade. Schokolade. Boah. Ach, hinne! Komm jetzt hier. Wir wollen hier. Na, warte. Da habe ich, glaube ich, was gesehen. It's never okay. Noch ist es ruhig. Ich könnte ja mal hier Streit im Chat anfangen. Ich glaube, Kubi ist wieder da. Ich habe seine Tastatur gehört. Jetzt habe ich sein Headset gehört. Ja, und jetzt sorry. Lebt er wieder. Ja! Los, boah, los! Kubi, warte. Kubi, guck mal, guck's dir mal an. Guck mal, wie man einen nicht sieht. Ja. Und jetzt ziele ich dich gerade mit der Shotgun an. Boah, eigentlich mies, ne? Kannst du das voll einen wegnehmen. Mega krass. Ich hab grad gedacht, wo bist denn du eigentlich? Ganz kurz, dann habe ich dich wegen dem Namen erkannt, aber ich hätte dich sonst nicht erkannt. Was? Man ist ja mega hidden. Ah, ich glaube mein Hidden. Ja, der Hidden ist lustig. Sollen wir da lang gehen? Oder. Ja, aber machen wir das teilweise, weißt du, einer geht hier so neben dran, weil wenn da Spieler sind, dann gehen die halt immer normalen Weg. Weißt du, dann bin ich ja gleich Nahkampf da und bum bum knall. Bum bum knall, Alter, was geht? Ja, bum bum knall ist Standardverfahren. Töten, was geht. Kann man bitte da hoch? Wo? Links? Ja, hier das Gebäude. So, lol. Den Turm. Try it. Nee, warte, du mal. Kommst nicht in das Ding rein. Hinten vielleicht. Ja, komm, let's try. Oh, fuck off. Nicht versuchen. Doch. Ich hab Schiss, dass hier Spieler kommen. Hier kommen gerade ein paar Controller. Ja, weißt du, wenn du hier rumballerst? Ja! Ich übertreib's ja schon nicht. Hier liegen noch Bone Slugs rum und so. Also ich komme bis jetzt noch nicht rein. Okay. Aber ich glaube mit höher springen kann man da vielleicht was machen. Höher springen. Aber es ist halt auch die Frage, ob man da dann hochklettern kann. Ob du dann auch wieder rauskommst. Außerdem.
Ja, komm, nee, dann. versuch's mal. Nee, Alter. Schlimmstenfalls nehme ich deine Sniper durch den durch das Ding zurück, durch das Gitter. Ist doch ein guter Deal, oder? Aber ich dachte, ich probiere das irgendwann mal. Oder ich frage Kumpel, ob die es schon mal probiert haben. Unlock oder einmal nur searchen? Oh, Cash. Search. Cash. Aber wie Aber Peppy. das Cash, was du da findest, ist ja auch gar nichts, ne? 20 oder sowas. Ja, Weißt du, 5 wenn habe du ich gerade. 100 finden würdest, dann würde niemand die Escort-Mission machen, die anderen Missions da machen. Ja, gut, stimmt. Aber dann müssten sie vielleicht die Preise ein bisschen runter machen von den Ja, ganzen ich Waren. finde die aber in Ordnung, weil es ist ja, wie gesagt, es ist kein Shooter, sondern ein Survival-Shooter. Ja, gut, stimmt. Und beim Survival-Shooter geht's nicht so, das sollte eigentlich weniger PvP-lastig sein, als es eigentlich ist. Wie machen Ja. wir es? Ich würde sagen, wir laufen auf der, nicht hier, ganz straight rüber. Ich würde sagen, wir gehen hier hinten über die Brücke. Das Wasser, ja. Ja, durchs Wasser. Und gehen dann rüber. Aber nicht hier alles gerade auf die Straße entlang. Ich glaube, da kommt von rechts kommt da viel zu viel Shit an. Und diesmal würde ich lieber wollen, dass du vorgehst. Soll ich mal mit der Sniper schießen? Nee, wär nicht so geil. Das Geile an der Hardburner ist halt, du findest die Munition eigentlich fast bei jedem. Ja, das ist natürlich gut. Du Du kannst findest einfach halt die alles Hardburner wegrotzen. nicht. Du findest halt die Hardburner nicht. Ja. Kann man die sich craften? Na klar. Ja, gell? Ah, Wo hast du sie her? es kostet mega viel. Ich hab sie unlocked. Ach so, Alter. Ich habe einfach einen Lock gedrückt und dann kamen die da rausgesprungen mit 150 Muni. Geil. Guck du, dass du checkst, snipermäßig halt, ob hier Party abgeht oder nicht. Ach, hier geht nichts ab auf den Server. Wie viele Leute sind wir denn immer noch? 21, ja gut, okay, können wir durchrennen. Pro Max for the win. Ja, aber ich habe letztens auch einfach so Leute weggeschossen im Ich kriege wieder so ein geiles Image dadurch. Einfach so, weißt du, ich bin so beim Trainer Outpost gelooten und sehe so einen Spieler zu mir laufen in Richtung Trainer Outpost. Ich denke mir so, ne, das akzeptiere ich nicht. Du bleibst weg von hier. Gib ihm zwei Warnschüsse, Typ, läuft eiskalt weiter. Geradeaus weiter. Dann habe ich ihn halt weggeballert. Ah, das ist richtig krass mit der Sniper. Ich hab rausgefunden, du merkst ja selber, dass wenn du mit der schießt, dass es megamäßig schwer ist, korrekt zu zielen. Ja. Du musst dich hinlegen, dann bewegt sich das Ding gar nicht mehr. Echt? Wenn du die Luft erhältst dazu, bewegt sich das Ding kein Stück. Test es mal. Leg dich mal kurz hin, zielen wenig nach oben. Irgendwo, keine Ahnung, auf dem Ding und drück mal Alt. Wow. Und Krass. es bewegt sich kein Stück mehr. Aber das ist halt der Nachteil, weißt du, in der Stadt, wenn du auf dem Sniper-Spot bist, musst du gucken, dass du einen nicht so hohen hast, wo man nicht korrekt draufkommt, nicht so gut draufkommt oder speziell draufkommen muss, zum Beispiel mit einem Gleiter oder sowas. Weil auf sowas folgt dir halt einfach keiner. Also keiner auf den ersten Schlag. Also ich wurde schon mal weggesnipert vom HTO, als ich auf dem Haus nebendran war. Und ich bin mit dem Gleiter halt hingekommen. Der hätte mir locker mit dem Gleiter folgen können, mich von hinten wegballern können. Nee, er bleibt auf dem HTO und versucht mich von da wegzurotzen. Dann habe ich seinen Kumpel getötet und dann hat er mich gekillt. Von ich weiß nicht wo. Hier ist eine Kiste gelootet worden. Ja. Lol, ich bin durchs Haus gebuggt. Ich auch. Komm, hier bleiben. Ah, hier kannst du mega glitschen. Sieht man mich so? Nee, ich sehe deinen Namen. Ja, Willst du weil mal du einfach gucken? rausgucken kannst. Willst du mal gucken, ob hier im Käse einer ist? Ich mir da gerade nicht Warum? sicher bin. Ich halt Wo gerade genau? Ausschau. Ne, im Käse ist niemand. Da ist ein Zombie. Never. Ja, weil ich will sicher sein, dass hier niemand ist. Da hinten ist eine Safe Zone. Das ist die. Ne, das ist kein Safe Zone. Oder? Könnte auch eine sein, weiß ich aber nicht genau. Ist halt so, hier außerhalb wird, glaube ich, viel mehr Sniper-Shit betrieben. Hat er das auch gelootet hier? Ja.
Vielleicht kommen wir dann, sehen wir einen dann irgendwie geradeaus weiterlaufen. Wäre natürlich mega nice. Übrigens, der Teil mit, dass man mit C, also wenn man croucht, dass man nicht runterfällt, der ist mega nice. Warum lädst du die ganze Zeit irgendwas nach? Achso, du wechselst die Waffe. Komm, weiter. Ja. Da hinten ist, was ist das da hinten? Das ist ein Kalkkomplex, unclaimed hard. Ah. Was ist denn das? Da war ich noch nie. Übrigens. Da bin ich verreckt. Aber ich weg ist es gibt ein Auto in Never. Ich weiß. Hä? Es gab auch mal viel mehr Fahrzeuge in der Alpha. Ah, okay. Also es gibt immer noch ein Auto. Das ist, wenn wir hier links gerade als gerade auslaufen würden, dann ist da so eine Chance, dass irgendwo random spawnt. Was ist denn dieser Kultkomplex? Ich war da noch nie drinne. Ist halt ein Kult drin oder wie? Ja. Toll, nötig. Mit speziellen Waffen oder? Weil ich hab gemerkt, nee, dass in verschiedenen Städten auch verschiedene Waffen verkauft werden. Echt? Ja. In Riverside kriegst du, glaube ich, keine Lopez oder sowas. Ja, hammergeil, ich kann da nicht rüberspringen. Geronimo, ja doch, bin drauf. Ah gut, ich hab das. Alter, ich dachte gerade, hier steht Slenderman, hier das Ding. Sag mal, das Alter. Ding, ne? Hä, was meinst du? Dieses komische das Ding hier, das da. Ja! Kannst du sogar drauf springen. Ich dachte, das ist Slenderman. Alles klar, sieht voll ähnlich. Ja, Alter, ich hatte im Augenwinkel, ey. Ah, okay, ja. Hat's aber noch geflimmert, so. Boah, Alter, so viele Leute, wie hier sterben, dürfte eigentlich kein einziger hier auf dem Weg sein. Mal Waffe zurück, Dings. Ja. Wo latschen wir eigentlich hin? Wir müssen rechts lang hier, ne? Oder wir gehen zum Tower Outpost. Nee, ich mag den Tower Outpost nicht. Ich habe da noch nie irgendwas Verwertbares gefunden. Okay. Muss ich echt sagen. Nie. Tower Outpost ist für mich wirklich, das ist dieser Ort, an dem einfach nur Scheiße ist. Wenn ich da mal was finde, okay, aber ich gehe bis jetzt immer zum Trainyard Outpost und habe da bis jetzt immer Glück gehabt, weil, keine Ahnung, hat er Glück gehabt. Aber Tower Outpost ist echt irgendwie, ich weiß nicht, der mag mich auch nicht. Ist wie das Unisystem, das hasst mich auch. Ja, ich konnte mich beim Unisystem zum Beispiel eine Weile lang nicht einloggen oder so, weil halt. Weil es Bock hatte, mich nicht einzuloggen. Killed, ich hab Bock auf Kohle. Spielerbegegnungen. So Adrenalin, ey. Ja, bei mir ist es auch wieder ruhig. Boah, wie die dauernd sterben, da killt bei Golem, Crawler und so. Wie peinlich ist denn das? Wie kann man denn den Chat dauerhaft sichtbar machen? Spieler, ich hab angeschossen. Oben. Hab ihn weggeworfen. Ja, Mann. Alter, fast tot. Willst du einen Doktor Spec? Hab. Der hat einen TFC Special, hast du richtig Glück gehabt. Ja. Tower Trading Outpost. Zwei Alter. Stück für Tower Trading Outpost, was ein Wichser. Wollen wir doch zu Tower? Ja, gut. Willst, nimmt sich jeder eins? Ich hab schon eins, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ach so. Jetzt ist Adrenalin wieder bei mir drinne. Alter, grad noch gesagt, ich will ein Spieler, kein Adrenalin, mi. Dann halt noch einer mit einer TFC, ne? Ja, man, das hätte richtig mies ausgehen können. Aber ich muss sagen, ich fand's merkwürdig, ich hab den echt nicht getroffen. Boah, ich hab auch, glaube ich, mega ein Zerr. Ich hab den gekillt, oder warte mal. Guck mal du im Chat, ich weiß nicht, ob ich ihn gekillt habe, ob du es warst oder ich. Ja, das ist gekillt. Okay, ja. Gut so. Achten, da oben ist ein Vieh, ne? Ja, wir müssen da rechts lang und dann, ah, die macht keinen Ton, die Hardburner. Also, fast keinen Sound. Mhm. Ich teste mal gegen das Viech, wie gut die zieht. Erstmal No-Scope testen. Okay, Alter. Ich muss mit der No-Scope schießen. Die hört sich auch geil an. Willst du die Hunter-Rips nehmen?
Die hört sich mega nice an. Ja, No Scope ist hier besser, aber dann trifft sie halt echt nicht so weit auf die Entfernung. Ich musste ja erstmal wieder zu dir hinlaufen, ne? Ja. Ich wette mit dir. Hätte der mich zuerst gesehen, wäre ich schon längst tot gewesen. Wahrscheinlich. Aber wir haben Glück gehabt, dass er dich gesehen hat, weil du einen Sniper hast. Der hätte dich sonst auch weggerotzt. Ja, Kobi, weißt du? Wir sind auch verplant. Warum? Ja, wir können hier nicht rüber. Guck mal doch, auf die Karte. Da? Guck mal auf die Karte. Warte. Wo ist das Vieh? Ich seh's auch nicht. Ich seh's echt nicht. What the fuck? Hä? Alter! Alter, ich bepiss mich, ich geh mich jetzt schnell um. Was für ein creepy Vieh. Hä? Alter. Ich hör übelst Wassergeräusche. Ich hör das Viech, aber ich hör das. Ich seh's nicht. Aber hier können wir doch rüber, auch wenn es nicht auf der Karte angezeigt ist. Ja, komisch, ne? Oh, Alter, ich glaube, der hat mir mit der TFT mega in die Fresse geballert, ey. Wie viel Schaden hast du, wie viel Leben hast du gehabt am Ende? Der hat mir gleich 1100 gezogen einfach. Alter, echt? Ja, ich habe noch 165. Hast du immer noch 165? Nö, jetzt habe ich wieder 1185. Alter. Ich dachte gerade, du hättest dich nicht geheilt. Der hat ja du mega... Du kommst ja nicht drüber, ne? So, Bitch. Doch. Naja, Alter, der ging ab, ey. Der war ich nicht schlecht, aber ich hätte ihn weggeballert, hättest du ihn. Meine Sicht war halt auch schon so rötlich und man hat kaum noch was gehört, deswegen. Ich habe einfach übelst einfach geballert, ey, mit der Uzi. Hier ist voll viel zum Looten, ne? Hä? Ach, du hast die Uzi equipped gehabt. Fuck off, Insektenspray, brauche ich nicht. Naja, ich hatte die Uzi. Das ist schon mal gut. Celery Center ist nicht bei uns. Crunchy Benz, ja man, brauche ich. Ah, der hat noch eine Water Bottle gedroppt. Auf gut Deutsch. Ne? Aber wenn du die TFC haben willst, gell, kann ich dir die gerne geben. Ich hab eine. Ah, okay. Ja gut, aber nicht dabei, oder? Mhm. Ja, es ist praktischer, wenn einer von uns Sniper hat und der andere nicht. Ja. Weil dann, weißt du, balanced, dann sind wir auf gut Deutsch balanced. So. Da hinten ist ein Viech. Da unten ist ein Crawler. Ballern wir den Crawler weg. Von okay, hab ihn nicht gekriegt. Alter. Geräusche. Ja, das sind so Knochendinger, ne? Achtung, rechts, Watcher. Nee, ist kein Watcher, oder? Nee, Shrieker meine ich. Du bist viel lauter als ich. Ja. Beim Sex. Das Ding ist, der hatte ja irgendwie auch einen, der hatte einen roten Clan-Tag, ne? Ah, ich dachte, dass du das bist. Alter. Weil du ja auch so rot bist. Ne, TFA ist rot, ich hab gar keinen. Ja, aber weißt du, Spieler würde ich immer, weißt du, wenn einer auf dich zukommt. Ja, ich wollte dich halt nicht wegballen, deswegen habe ich erst nicht geballert. Ja, hast du gut gemacht. Also schlimmstenfalls, danach siehst du ja, wie, dass ich das bin. Schlimmstenfalls hast du mich dann noch nicht getötet. Aber ich muss sagen, ich habe auch nichts gesagt, ne? Als hätte ich angeschossen, du, ey, da ist einer. Hä, was, wo? Oh, da kommt einer auf dich zugelaufen. Weißt du, der kam so richtig chillig auf dich zugelaufen. Ja. Muss man halt echt mal so sagen. So, wir sind wieder sicher. Hast du beide Päckchen mitgenommen? Hm? Nice. Gut, dann haben wir jetzt mehr Cash als weniger Cash. Müssen wir ihn abgeben? Alter! Halt mal. Green Trader. Was ist? Naja, das war schon wieder. Weißt du, du sagst es noch, ne? Boah, ich will mal wieder Leute sehen. Oh, da ist einer. Ja, da haben wir es heraufbeschworen damit. Ja, ne? Da haben wir es wirklich da haben wir es gewollt und gekriegt. Wir werden fast daran verreckt. Green Trader ist der. Hier, ja. Der ist hier. 420 Cash. Oh nice. Und 1000 XP. Da oh, bin ich jetzt. Nice. Da bin ich jetzt Level 24. Mega nice. Ich bin schon wieder 31. Nee. So, jetzt bin ich hier Level. Welchen Level bist du? 31? Ja. Alter. Dann gehen wir gleich mal Geld ausgeben. Ich muss mir. Der wird sich ärgern jetzt, Alter. Ja, das ist dein Problem. Ich kann mich halt am Arsch lecken.
Ja, er hat zuerst geschossen. Er hat auf jeden Fall zuerst geschossen. Ah. So, jetzt sind wir oben. Meine Mutti peilt nicht, dass wenn ich mache, dass ich keinen Bock habe, mit ihr gerade reden zu können. Warte, keinen Bock haben, mit ihr gerade reden zu können. So. Das ist der beste Deutschsatz, den ich je gebracht habe. Der beste Deutschsatz! Junge! Dem beste! Ich hab noch eine Smith & Wesson. Ich kann die TFC nicht in mein Inventory klatschen. Ich verkauf mal die. Willst du die Smith TFC? Willst du die TFC in dein Inventar packen? Hast du überhaupt noch Platz? Ja. Ich nehme mal hier ein Meal mit, dann. Butterbottle. Ich glaube, ich nehme einfach mal alle Schlüssel immer mit. Ja, das ist doch kein Problem. Aber mal, nee, geht gar nicht. Das wäre richtig scheiße, weißt du. Ich muss 10 Schlüssel drin lassen, weil wenn ich 55 Schlüssel dabei habe, dann muss ich welche wegwerfen, um meinen Rucksack aufzunehmen. Kobi? Ja. Okay. Bist du da hier still, ne? Ja, ich bin gerade concentrated. Concentrated, ah, was machst du? Also ich habe 2 Doctor's Bag von dir noch aufgehoben. Ich habe also Plus gemacht. So muss das sein hier. So ist das. Das ist Gameplay. So geht das. Ja, Mann. Ich kann keine Waterbottle. Hast du einen Never Skin? Ja. Für mich? Nee. Trotzdem. Okay. Ich will aber. Tja. Komm schon. Boah, die Waffen ziehen so viel Platz. Okay, drop. Boah, die Katana, komm. Die 65 Cash, die kann ich mir in den Arsch schieben. Zack. Die Katana macht jetzt auch 16 Geld, ne? Gibt's hier einen Karl? Ja, da. Hab hingeschmissen, gell? Ja, ich hab schon aufgenommen. Ja, ich hier gierig bin. Okay. Kennst mich ja. So ein Typ, der Zigaretten annimmt und so, gibt's ja nur in Lakeside, ne? Ja, der tauscht es dir aber. Du kannst sie auch so verkaufen. Boah, ich war schon wieder zu gierig, ey. Ich hab schon wieder gefressen hier ohne Ende, oder? Ja, ich musste auch erstmal richtig geil reinhauen. Ah, ich nehme mal nur eine Flasche mit. Flasche. Es wird zum Glück wieder Tag, irgendwie hasse ich das Nacht. Ich hab damit gar kein Problem, ernsthaft. Also es ist nicht so schlimm wie in anderen Survival Games, wo du einfach gar nichts siehst, aber es ist trotzdem irgendwie unschön. Es ist, da ist halt einfach Schiss. Ja. Ich muss sagen, ich hab bis jetzt in DayZ, ich habe ja DayZ auch gespielt. Ich muss sagen, DayZ, im Vergleich zu Never, keine Angst. Null. Mhm. Zombies sind Pussys. Brauchst du Mantis-Zeug? Weil ich habe drei Mantis-Jaw noch hier und dann würde ich die wegwerfen. Dann kaufst du doch. Ja, gut. 15. Ist aber echt so, weil eigentlich kann man sein Geld auch machen, indem du einfach... Oh, fick. Oh, fick. Eben den du Viecher farmst und alles verkaufst. Ja, so habe ich das in der Alpha gemacht. Da wusste ich nicht, was ich mit dem Viecherzeug machen soll. Ah, oh, okay. Ja, ich kaufe mir jetzt gerade Rifle-Ammo die ganze Zeit, damit ich dann immer 20 mitnehmen kann, wenn ich dann auf Jagd gehe. Ja. Ich mache da immer... Ja, ich mache jetzt echt dann 20er-Häufchen. Weil spätestens dann... Alter. Fuck, 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 aus dem Fenster. Ah! Leckt bei ja, mir. Ja, Mann, das war die richtige Seite. Es leckt bei mir megamäßig. Weißt du, jetzt auf einmal leckt's. Ja, ich werd verrecken. Nein, hör auf, Alter. Ich bin draußen. Ja, bei mir leckt das Spiel, ich hab einen Frame jetzt. Ja, sorry Leute, ich muss die Aufnahme kurz beenden. Shit. Lebe ich noch? Ja. Noch laufe ich rum. Die Aufnahme schon beendet übrigens. Alter, gerade eben kamen die Geräusche. Komm schon! Null Frames, hey, was ist denn das für ein Ja, Hammer. Was, bist du tot? Nee, ja doch, womöglich. Ja, ich habe 150 Leben. Shit. Ich habe auf einmal null Frames, Mann, das ist scheiße. Das ist echt mega scheiße. Ja, ich bin gestorben. Aber weißt du, wie unfair ist das? Weißt du, safe on attack.
Frames. Und jetzt habe ich wieder 20, genau. Und die Aufnahme läuft immer noch. Na geil. Wow, ah! Ah! What the fuck? Bullshit.